In diesem kurzen Video geht es um die Ausdrücke antes de, después de und hasta in Verbindung mit dem Infinitiv. Wann verwendet man das? Wenn in Hauptsatz und Nebensatz dasselbe Subjekt steht. Lass uns ein paar Beispiele machen. Zum Beispiel, antes de dormir, vor dem Schlafen, no deberías ver la tele, solltest du nicht fernsehen. Du merkst vielleicht schon, bei der Übersetzung ins Deutsche ist es ein bisschen anders. Wir sagen vor dem Schlafen. Wir machen also aus diesem Infinitiv, dormir, ein Substantiv, dem Schlafen. Deswegen schreiben wir Schlafen auch groß. Also wir machen das im Deutschen ein bisschen anders. Ein Beispiel für después de plus Infinitivo. Después de haber venido. Estudié mucho. Hier sieht man ganz deutlich, dass Hauptsatz und Nebensatz dasselbe Subjekt haben, nämlich ich. Nachdem ich gekommen bin, habe ich viel gelernt. Beide Male geht es um mich. Deswegen kann ich diese Konstruktion hier verwenden. Lass uns noch ein Beispiel für das letzte Wort machen, nämlich hasta. Zum Beispiel, no encontrarás trabajo. Hasta. No hablar bien el idioma. Du wirst keine Arbeit finden, bevor du die Sprache nicht gut beherrschst. Ich unterstreiche nochmal kurz, damit man es besser sieht. Und wir haben hier die Infinitive. Und auch beim letzten Satz sieht man schön, dass in Hauptsatz und Nebensatz dasselbe Subjekt vorliegt, nämlich du. Du wirst keine Arbeit finden, bevor du nicht die Sprache gut sprichst. Vale, muy bien hecho, chicos. Entonces, nos vemos pronto. Hasta luego.